Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon mit Mildwingern. Lasst mich mal ganz kurz was schauen. Zurück zum Hauptmenü. Darkest Dungeon. So. DLC aktivieren. Habe ich mir gedacht. Ich kann es nicht deaktivieren. So. Das bedeutet, ich werde eventuell. Ich versuche mich jetzt am Darkest Dungeon, auf jeden Fall. Das habe ich letztes Mal gesagt. Und danach schaue ich mal, ob ich vielleicht von vorne anfange. Vielleicht mit ein paar netten Mods oder so. Ist auch immer schön. Jeder mag Mods. Und dann vielleicht die Schwierigkeitsstufe einfacher. Wer weiß. Das fände ich, glaube ich, persönlich auch ganz nett. Ich würde aber so gern. Die sind überall. Dreck. Scheiß Mist. Dreck. Ich würde jetzt für diese Episode in Anführungsstrichen gerne den Darkest Dungeon versuchen. Ich hole mit Ghoul. Ich hole mit Hound 4. Macht in meinen Augen macht es Sinn. Und ich hole mit Baliol. So, mal ganz kurz zurück. Dann werden wir noch für die netten werden wir Geld ausgeben. Boah. Benutze ich eh nicht. Benutze ich eh nicht. Benutze ich eh nicht. Wunderbar. So. Bevor es losgeht. Luxus was ablegen. Dann sortieren nach Klasse. Dann gucken, was doppelt ist, weil Verkaufen macht trotzdem Spaß. Sie. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Zumindest Sachen, die wir wirklich, wirklich nicht dreimal brauchen. Weil ich sag's mal so, ich habe noch nichts dreimal gebraucht. Zweimal ist, glaube ich, schon mal vorgekommen. Ja, das Buch der Vernunft ist halt schon gut. Das wäre blöd, wenn ich das wegschmeißen würde. Aber, ne? So. Nahkampffähigkeiten, ganz klassisch. Und dann würde ich sagen, die Handschuhe, diese netten, wunderbaren Handschuhe. Wapow. Doggy Doggy. El Doggo. Erhaltene Heilung kann ich aber nochmal pushen, mit Hilfe vom Anhänger der Erholung. Bouchard kriegt ganz klassisch einen Moment. Nervt mich jetzt echt wieder, Leute. Ein Moment. Ja. Ja, tun sie. So, sorry. Ich glaube, das wäre nur ansatzweise wichtig gewesen. War es nicht. Ich habe einen Fehler begangen. Es tut mir leid. Tatsächlich sind blutige Kräuter eins der besten Items, die die Pestfaktoren haben kann. Aber mit ihr benutze ich den präzisen Schnitt nicht. Also, ja. So viel dazu.
Gifthauch, aber dafür minus 15%. Plus 25 maximal Lebenspunkte sind nicht mal so schlecht. Das sind viele maximale Lebenspunkte. Damn, Daniel. Damn. Es gibt keine Garantie. Ja, wenn du deine Quest aufgibst, jemand muss sich opfern. Ja. Bei meinem Glück würde es Bouchard sein. Oh Mann. I won't fuck around. Das meine ich ernst. Das hier ist ernst. So. Ich werde literally werde ich alles geben. Alles. Und da bin ich mal gespannt, was das für uns bedeutet. Huch, einer zu viel. So, sind wir bereit? Ich bin mir selber nicht ganz sicher, aber mehr Verbreitung können wir nicht machen. Wir haben es schon mal versucht, wir haben schon mal versagt im Darkest Dungeon. Cultists rally to their twisted idols, and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. Of a beating heart. Let's go. The fallen flows ever downward along these titan spires. The creature fattens itself on your failures. Ekstatischer Kultist. Wir fangen an mit einem klassischen Giftschlag. 7 Schaden pro Runde. Er schützt ihn. Wunderbar. Fleisch zu Fleisch. Was? Können die überhaupt jetzt angreifen? Jetzt mal ohne Scheiß. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl bisher. Ich habe bisher ein echt gutes Gefühl. So kann das weitergehen. Das war... Woo! Kultistenpriester, okay. Ja, zum Bluten bringen wird schwer. Nicht unmöglich, aber es wird schwer. Gifthauch ebenfalls. Crit. Would you look at that? Mr. Kultistenpriester. Oh. Naja. Könnte es ja schon ein bisschen hübscher sein. Und dann würde ich sagen, wapau. Wir fetzen hier gerade schon ganz schön durch, ne? Okay, es ist der erste Versuch am Darkest Dungeon, also... Also, in Anführungsstrichen, erste Versuch, es ist ja technisch gesehen. Ich glaube, der zweite. Aber ich weiß auch, dass das hier noch gut schwer werden kann. Der da hinten darf sehr gerne sehr früh sterben. Ich muss so langsam anfangen mit heilen. Ja, auch mit Low Roll besiegt. Ich weiß gar nicht, die haben schon relativ wenig Leben, oder kommt mir das nur so vor? Oder mache ich, beziehungsweise mein Kopfgeldjäger, einfach nur so viel Schaden?
So, damit ist er nicht tot. Ich hab gehofft, das wär's. Die Chance, dass er stirbt. Er stirbt im nächsten Zug eh. Er stirbt auch nicht. Im nächsten Zug. Naja, okay. Habe ich mir besser vorgestellt. Ist aber jetzt so. Das ist nervig. Zwölf Schaden. Oh, ja, jetzt sind es nur noch 6. Toll. Mist, Mist, Mist. Ich darf auch nicht mehr heilen. Ärgerlich. Ärgerlich, sage ich euch. So. Ich gehe unten lang. Wenn ich die Wahl habe, hoch, runter, rechts, links, ist es immer runter oder rechts. So. Dunkelheit am Arsch. Da bin ich ganz ehrlich. Es werde niemals dunkel sein. So, Seuchengranate. Da hinten die Frau, die soll sofort verschwinden. Unser erster ordentlicher Stressschaden. Der Finger, den behalt den bitte bei dir. Steck den anderen Leuten wohin. Schützt du den mal. Schützt dich selber. So, der Fleischklops, der ekstatische, ist im nächsten Zug schon Geschichte. Während die Dame hoffentlich... Nope. Das war tatsächlich wichtig in meinen Augen, weil die kann jetzt nochmal loslegen. Yep, okay. Außer natürlich, yes. El Doggo, sage ich euch, El Doggo. Gifthauch ist ein Ding der Möglichkeit und das ist so, wunderbar läuft es bisher. Schon wieder diese verrückten 19 und der überlebt wieder. So. Ah, Mensch. Ich muss das Blut heilen. Es sind 6 Schaden. Ach, Mensch. Ich habe gehofft, dass Doggo vor ihm drankommt. Ah, 14 schon wieder ins Gesicht. Todespeitsche. Und H4 muss schon wieder behandelt werden. Es ist aber auch... Oh, die lassen nicht nach, die Gegner. Sagen wir es mal so. Destroyed. Let's go. Hundebiss. Wapow. So, wir gehen weiter. Okay. Kein Kampf. Drei Kultistenpriester, das gefällt mir aber gar nicht. Ganz und gar nicht. Oh. Das ist wie ein Tritt in die Eier. Da hätte ich jetzt diesen Crit, diesen 42er Crit gern gehabt.
Abyss. Jo. Jo. Es kommt mir so vor, als würden die so oft agieren. Dabei agieren die genauso oft wie ich auch. Shit. Shit. Ich gebe sogar mein Gift auf. Och man, jetzt. Ist euch eigentlich jetzt mal ganz so nebenbei, ist euch mal aufgefallen? Ach, scheiße. Ja, oh, Baliol. Baliol, let's go. Let's actually go. Ist euch aber mal aufgefallen, dass bisher nur die zwei hier vorne angegriffen wurden? Ich weiß nicht, ob die einfach nichts anderes können. Aber die zwei hinteren, Bouchard und Ghoul, wurden noch nicht angegriffen. Das nervt mich persönlich. Unbedingt. Unbedingt. Let's go. Yes! Wunderbar, Gifthauch. Die Todespeitsche schon wieder auf die zwei vorne. Als könnten die wirklich nichts anderes. An der Schwelle des Todes, ja. Der wird davon erstmal wieder weggeholt. Du heilst dich. Ja. Das passt mir ganz gut. Ich würde sehr gerne lagern, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie weit ich schon drin bin im Darkest Dungeon. Ich weiß nicht, wie weit drin ich bin. Das ist, finde ich, ein Problem, weil ich würde so gern lagern. Oh Mann, was mache ich? Was mache ich? Fuck. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Fuck. Ich glaube, das ist zu früh. Ich glaube, das ist zu früh. Okay. Okay. Naja, ich sag's mal so, diese ekstatischen Kultisten, die sind mir dann doch lieber als so manch andere Gegner. Und natürlich weicht da aus. Dieser blöde Priester. Die Priester, die nerven tatsächlich immens, finde ich. Also, die sind schon sehr nervig. Ja, unbedingt. Mal schauen. Jetzt kommt der widerliche Schläger.
Der Finger. Immer auf die vorderen. Ach, das ist... Der Stress. Der Stress macht mich fertig. Nice. Nicely done, Baliol. So. Ah, ja. I am so done. Och, nein. Nein. Oh. Wieso? Nein, nein. Oh. Oh. Holy shit. Holy shit. Immens wichtig. Shut the fuck. Fucking bullshit. Kann ich vielleicht wen betäuben? Na, eher nicht. Nee, hat nicht geklappt. Okay. Okay. Neat. Confluence of skill and purpose. Neat. Super. Das ist ein Anfang. Das ist ein Anfang. 21. Damit ist der des Ende des Todes. Ja, Hound 4, let's go. Schön allem widersetzt, das finde ich äußerst gut. Du heilst dich ein bisschen hoch. Du heilst ihn ein wenig hoch. Oh, let's go! Neat. Neatly done. Aber es kann es noch nicht sein. Die Pfade müssen sich nochmal kreuzen. Es kann nicht sein, dass beim Darkest Dungeon ein Pfad zu kurz kommt. So, einen Moment, dann. Wo sind wir jetzt? I guess. Hier ist nichts, okay. Huh. Huh. Nochmal ein abzweigender Pfad. Ich möchte gucken, wo die sich treffen, deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Das macht für mich am meisten Sinn. Ein Schatz? I guess? A devastating blow. Let's go, let's go. Nicht so gut, das ist nicht so gut. Der Stress steigt. Ich kann nicht mehr so lange ohne. Dann. Oh mein Gott! Zieh den Schwanz ein! Ach, verdammt! Ey, es ist ein Versuch wert. Es ist immer noch eine Chance von. 140 minus 73 minus.
von, keine Ahnung, 57 oder so. 57% Chance noch. Also, ich finde gar nicht mal so schlecht. Let's go! 9. Ah, der ist noch nicht tot, scheiße. Ich hab gehofft. Ja, okay. Macht trotzdem die Hetzjagd. Wunderbar. Vielleicht. Im nächsten Zug ist er tot. Das reicht mir. Punkt. Du heilst. Sehr importante. Und du heilst ebenfalls. Ja, da kommt jetzt dann nochmal das Opfer für die alten Götter. Lecker. Ah, das war wichtig. Und dann ging's daneben. Der tut sich selber weh. So, der da ist es. Immer auf Hound 4. Die ganze Zeit auf Hound 4. Der arme Mann. Oh mein Gott, es reicht. Oh mein Gott, was ist denn los hier? Und damit stirbt er immer noch nicht. Im nächsten Zug haben wir ihn. Das ist doch echt ein Scherz. Das ist ein Scherz. Wenigstens das habe ich bekommen. Danke dafür. Sowas, okay. Ich glaube, rechts verbinden sich alle Wege. Das machen wir noch. Danach lagern wir. Jetzt rechts, dann lagern. Ruhig die zwei Fackeln holen. Wir haben noch 6, das ist eine gute Zahl für dich. Was bist du? Wir kennen uns, glaube ich, noch nicht. Bösartige Wucherung, 42 Leben. Wir kennen uns noch nicht, nein. Glaube ich zumindest. So. Haha, Healing, Motherfucker. So, kommt die Fleischmauer. Yada yada. Same procedures every year. Wer ist ausgewichen? Oh nein! Gerade die Hexe ist ausgewichen. Oh Mann! Gerade bei ihr was? Den Geist verwirren? Nö, was machst du? Was machst du denn da für Sachen? Das mag ich gar nicht leiden. Hau weg! Okay, es reicht. Es reicht für den nächsten Zug. Oh, der überlebt. Nee, das machen wir nicht. Dann nehme ich lieber beide mit. Ja, genau das. So. Der ist vielleicht nicht mein bester Freund. Was kann der denn alles? Ich weiß es echt nicht. Und hier lagere ich. So nebenbei. Hier lagere ich. Ich glaube, es wird Zeit zu lagern. Ganz kurz überlegen. Was mache ich denn?
28 sind gut. Todespeitsche. Blöd, aber okay. Das Fleisch zerfetzen. Blut. God damn it. Shut up. Okay. Alle. Damit der Priester hier stirbt. Ich weiß gar nicht, wie das Teil ausweichen soll. Das sieht relativ verankert aus, aber... Es hat Ausweichen 19. Schon wieder Hound 4. Der arme, arme Mann. Das ist unglaublich. So. Heilen. Fuck you. Dann heil dich selber. Das ist mir recht. Und du machst Ende? Neat. Wir, wie gesagt... Ja, ich lager. Ein Festessen, sage ich euch. Was ist mit dir? Wieso? Du bist so ein Mongo. Oh mein Gott. Stress lindern. Ich hatte schon mal das Problem. Ich hatte schon mal genau dasselbe Problem. Dass es null Sinn macht, dass der Stress davon abhält, besagten Stress zu lindern. Macht null Sinn. Das ist der letzte Scheiß, dass das nicht funktioniert hat, mir trotzdem Zeit kostet. Es ist ein Rotz. So. Verhindert nächtliche Hinterhalte. Ist ganz nett eigentlich. Ich würde trotzdem gern mal gucken. Das ist ein bisschen was. Stress wird gelindert um 5 oder was? Keine Ahnung. Was haben wir noch? Was haben wir hier noch? Chance auf Erkunden. Schadengröße 2. Ich brauch das. Und dann machen wir das noch. Ja, der Meister ist sozusagen im Eimer. Glaub mir, das ist mir sowas von Latte, was da jetzt noch so abgeht. Ich... Oh mein Gott, wieso gab es denn jetzt schon wieder Stressschaden dazu? Das macht doch gar keinen Sinn! Oh, wieso ist das Spiel so gegen mich? Ja, der hat jetzt 191! Und ich hab versucht, weniger zu machen und er hat mehr als vorher. Das ist doch eine Scheiße! Okay. Der Giftschlag. Auch ich muss die Damen doch zuerst fertig machen. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen will, weil es sind 2. Ja, da ist es schon. Da ist es schon. Herzinfarkt. Ja, ich kann's nicht fassen, dass mir das hier
Jetzt noch. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 der war nicht dran! Wie kann der Blutungsschaden nehmen? Hä? Was ist denn das? Der war nicht dran! Der hatte seinen Zug schon! Und der Finger, der hat anscheinend nicht funktioniert! Ach Mann, ey! Fucking Bullshit! Fucking Bullshit! Es ist zu spät zum Aufgeben, Freunde. Wenn ich jetzt aufgebe, stirbt noch einer. Es ist so ein Witz. Jetzt plötzlich kommen sie hier mit dem Hin- und Herziehen, ne? Vorher immer schön denselben Zweien alles reingedrückt, was sie gefunden haben. Alles reingedrückt. Plötzlich, oh ja, komm mal nach vorne, du da hinten. Luda! Oh, Alter, ich krieg hier Hodenkrebs. Ich bin so stinkig gerade. Hound 4 hätte nicht sterben dürfen. Das macht keinen Sinn. Das ist nämlich der Scheiß an der Sache. Das ist keinen Sinn macht. So ein Scherz. Ich kann aber jetzt nicht umkehren. Ich kann jetzt nicht umkehren. Das Layout sieht jetzt so endbossig aus. Ich kann jetzt nicht umkehren. Aber uns ist einer der wichtigsten Typen flöten gegangen. Ich setze einfach mal drauf. Wer weiß, was passiert. Komm, let's go. Überrasch mich. Überfuckingrasch mich. Macht was Verrücktes. Ich kann ihn vergiften. 140 plus 30 sind 170. 170. Ich habe eine Chance von 63%. Das ist eine gute Chance. Es hat geklappt. Todespeitsche im Arsch. So, mein Kumpel. Das hier mache ich für Hound 4. Das hat sich gereimt und wer weiß, wenn sich was reimt, ist es immer richtig. Ich habe auch Schwingungen, glaub mir das. Nochmal. Widersetzt. Diesmal widersetzt er. Ist nicht so schlimm. Low Roll. 20 bis 40. Und was kommt raus? 20. Ha. Himmel, Herrgott. Da werde ich aber ganz schön bitchig.
Na, ist okay. Denn dann geht die halt ein zurück. Das ist fast vollkommen in Ordnung. Solange ich jetzt heilen kann, ist alles cool. So, ist nicht mehr markiert. Markiere ich also jetzt nochmal. Der Hoffnung, dass ich gleich zumindest einmal schlagen darf, bevor die Markierung wieder weg ist. Da war der Schlitzer. Mehr Bluten. Ich muss unbedingt eine Bandage benutzen. Eddie, halt dich bitte dran, wenn es jetzt gleich soweit ist. Oh, das ist, also ist nicht zu schlimm. Giftschlag mit der Hoffnung, dass der Gifthauch funktioniert. 15 bis 31. 45. Das hat alles wieder wettgemacht. Alles wieder fucking wettgemacht. Mach ruhig deine Schwingungen. Die werden, glaube ich, jetzt sogar nur positiv für mich. Der fucking Finger, ne? Und Schwingungen, genau. Ja. Turn that shit around. Okay. Nicht zu 100% zufrieden. Aber es könnte schlimmer sein. Ich muss mich heilen. Ich muss mich zumindest ein bisschen heilen. Ich weiß, die Bandage habe ich damit weggeschmissen. Aber die Heilung 11 bis 21, 18 ist tatsächlich was Gutes. So, 32 übrig. Kommt schon, Leute. Hi ho, let's go. Oh Ghoul, du tust mir so leid, Ghoul. Fuck, ich muss mich bewegen. Jetzt kommen gleich wieder die blöden Sch- Ja, da kommen sie. Fuck. Oh mein Gott, Ghoul, du bist ein Tier. Ich weiß, ich kann nichts anderes machen. Das hier ist halt so. Das war's, okay. Mein fucking Healer funktioniert nicht, weil er ganz vorne steht. Turn him around. Turn him the fuck around. Komm schon. Wieso ist mein Stress auf null? Ich habe keine Tugend mehr. Die Tugend ist weg. Oh mein Gott. Baliol. 94% Trefferchance. I'm fucking fine with that. I can't stress enough. Ja, dann verfehl. Um Gottes Willen. So, du schlurfender Schrecken. Ah, komm, es reicht jetzt. Es reicht wirklich. We are done here. Prozent, ich habe schon zweimal verfehlt. Fucking Bullshit. Oh, die Hexenkelle kommt verdammt nochmal mit. Hier. Bab. Das war's. Ins Dorf zurück, I guess. Hier.
Schätze, kaum welche mitgenommen eigentlich. Ghoul und Hound 4 sind gestorben. Balion und Bouchard hingegen haben null Stress mitgenommen. Frühaufsteher und zehrende Krankheit, die muss ich ihm gleich mal austreiben. Es war fasziniert von Leichnamen und Schläger. Hound 4 ist tot. War super unnötig. Habe ich in der letzten Episode 3 Blutflüche mitgenommen? Weil das ist ja beschissen. Nee, 4? Oh, ich bin so fertig mit dem Scheiß. Ah nein, die wurden gerade eben krank. Ach, weil die eine Zelle geteilt haben und so ein Dreck. Ah. Ja, ich würde gerne Stress sortieren. Keiner ist gestresst. Zehrende Krankheit. Dann. Sie sagen, ich darf irgendwas verbessern. Das Problem ist, es ist alles voll. Ich habe nichts zu verbessern. Aber eine kostenlose Verbesserung ist drin. Ich habe nichts zu verbessern. Gibt es hier vielleicht andere Sachen? Nein, ich habe nichts, und ich wiederhole es noch einmal, nichts zu verbessern. Hier kriege ich auch nichts hin, glaube ich. Doch, ich würde was hinbekommen. Hier, Puppentheater würde ich hinbekommen. Denke ich, ich könnte das pushen, das hier. Das würde ich, glaube ich, leider nicht hinbekommen. Und ich weiß immer noch nicht, wie man den Scheiß hier bekommt. Weil, wo ist es? Hier, Helden erleiden keine zufälligen Hungerattacken mehr. Das hätte ich gern. So. Das war der Darkest Dungeon. Den haben wir jetzt einmal geschafft. Und aktiviere dreimal Eisenkrone. Was? Okay. Vielleicht beim nächsten Mal. Keine Ahnung. Ich bin soweit fertig. Ich bin echt am Überlegen, wie ich jetzt weiter vorgehe. Mache ich hier weiter? Um ganz ehrlich zu sein, das war ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich sehe was du nicht siehst, und das ist... Wait, what? Das habt ihr doch gerade auch gesehen, oder? Das habt ihr doch gerade auch gesehen, oder? Ach, weil die im Darkest Dungeon war, hat die da jetzt so eine Fackel auch im Hintergrund und so. Cool. Neat. Das haben dann jetzt Bouchard und Baliol. Damn, Daniel. Damn. Haben die jetzt irgendwas Besonderes hier? Nö, nix. Okay, cool. Trotzdem danke. Ich sehe was du nicht siehst, war ich dran. So, ich habe noch einen Pestdoktor, das ist wunderbar. Und ich habe auch noch einen Hundemeister. Das heißt, das ist schon mal nicht so schlimm gewesen. So, nach Stufe sortieren. Ich habe hier 4 kleine, ich habe hier 4 mittlere, ich habe viele große. Das heißt, ich lasse mir diese 4, lasse ich mir jetzt echt mal Platz. Weil wer weiß, was da noch passieren kann. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie ich das jetzt fortführen werde. Vielleicht gehe ich jetzt einfach all out. Huch, nee. Auch das ist falsch. Wo ist es denn? Hier. Vielleicht gehe ich jetzt einfach zum 16. Führer der Briganten beim nächsten Mal. Die ertrunkene Besatzung muss ich noch machen. Dann gehe ich vielleicht noch 2, 3, 4 Mal in Darkest Dungeon.
Den Schläfer muss ich noch besiegen, den Müller habe ich ja schon. Dann gucke ich vielleicht mal im Crimson Court vorbei, mach da noch fertig und dann war es das ja auch. Ja? Die Eisenkrone, die endlose Ernte, Glasscherbe, nur Flagge Land, ja, das passt. Gewürze des Vicomte. Wie kommt es? Weiß ich nicht. So, dann haben wir. Was geht denn hier ab? Ich sehe Gespenster. Haben die anderen hier auch irgendwas Cooles? Ja. Das ist so freaky. Ne, die DLCs haben das nicht. Ach du Scheiße. Und ihr habt das hier in der Light. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr das nicht gesehen habt vorhin. Gott, ich glaube, ich gehe schlafen. Mein Name ist Eddie Winkmann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt Let's Play Darkest Dungeon. Beim nächsten Mal, vielleicht wirklich Richtung Endsport, wer weiß. Die letzten paar Bosse lauern. Ich werde gucken, was im Darkest Dungeon selber so zu machen ist. Und dann werde ich mich den DLCs widmen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Wenn alles klappt, wie ich das jetzt sage, und es wird es nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, sagen wir mal 9, 10, sagen wir mal 10 Episoden und wir sind ja fertig. Nie im Leben. Mein Name ist Edwin Wegmann. Bis dahin. Ciao.